So, moin und willkommen zurück zu einer neuen Runde Scam. Ja, gestern hat das hier leider nicht mehr funktioniert mit den Knochen und überhaupt. Leider, leider, leider. Ich habe auch danach noch versucht, mich einzuloggen. Es hat nicht hingehauen. Ich hoffe einfach mal. Wow. Wo kommst du denn her, mein Freund? Sehr schön. Warte mal, hier können wir aber jetzt direkt wieder Knochen machen. So, den direkt zerlegen. Sehr schön, genau. Und wir haben noch alle unsere Sachen beisammen. Das ist sehr schön. Oh, der hat sogar ein bisschen Kleingeld dabei. So, warte, das nehmen wir. Knochennadeln. Also, aber vielleicht lag es gestern wirklich am Server oder bei mir am Rechner. Ich weiß es nicht. Aber heute scheint es bis jetzt wenigstens zu funktionieren. Das hat ja dann auch einen Vorteil. So, das Ding in die Hände nehmen. Dann machen wir daraus direkt auch nochmal eine Knochennadel. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir das Ding hier notfalls erstmal raus. So, dann warte. Ich wollte, was wollte ich denn gerade? Irgendwas umbasteln. Weiß noch nicht was. Egal. So, dann fangen wir mal an hier zu craften. Warum nicht? Ach so, ich weiß warum nicht, weil da nur noch zwei drauf sind. Ja, denn gestern, ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, ob wir jetzt gestern so viel davon aufgebraucht haben oder so. Egal. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal gucken, dass wir Antibiotika finden, habe ich gesehen. Ja, gestern im Airdrop war ja leider kein Antibiotika und sowas drin. Natürlich unseren großen Rucksack. Das war sehr schön. Das hätte auch super gut funktioniert. Da hätten wir, ich weiß gar nicht, Moment, lass mich mal gucken. Gesundheit. Kann man die damit. Was? Nein, behandeln. Schade, eigentlich anscheinend nicht mehr, oder? Das ist blöd. Ich hätte die gern damit behandelt. Obwohl, so geht's. So. Den da. So. Funktioniert das dann? Nee, leider irgendwie anscheinend auch nicht. Das ist schlecht. Also Antibiotika suchen. Ei, ja, super. Obwohl mein Charakter schreit doch die ganze Zeit, er hat Hunger, oder? Warte mal, dann nehmen wir das Ei essen. Das ist mir egal, wie das jetzt ist. So, das, das, das. Nee, hat nicht funktioniert. Okay. Ich sage ja, wir werden sterben, bevor wir überhaupt irgendwo ankommen oder so. So, da ist auch nichts mehr. Wir bräuchten irgendwas mit Schränken. Da hinten ist ein Airdrop. Sehe ich gerade. Haben wir überhaupt noch was zum Öffnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Zwei. Zwei, 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 drei. Ah, drei Sachen können wir öffnen. Okay. Dann müssen wir uns für eine Seite entscheiden. Aber ich finde es gut, dass heute, oder was heute, oder was heißt heute, dass allgemein die Airdrops so irgendwie bei uns in der Nähe fallen. Je nachdem. Ja, wie lange der noch hat, obwohl der ist gerade erst runtergekommen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie lange der noch hat, können wir vielleicht doch warten, bis der explodiert, aber ich glaube, das wäre keine gute Idee. So, wo ist der Rauch?
Ich sehe keinen Rauch. Rauch? Da. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir irgendwie... Wir sind aber auch von allem zu weit weg, bin ich ganz ehrlich. Da ist irgendwie, kommen wir nicht rechtzeitig zurück. Okay. Es funktioniert irgendwie alles nicht. So, wir nehmen auf jeden Fall schon mal einen Baseballschläger. Schneller laufen geht ohne Baseballschläger in der Hand. Dann warten wir erstmal. Und, ach du Scheiße, da kommen schon die Zombies runter. So, dann gucken wir mal. Den hier machen wir als erstes. Ja. Hier ist irgendwo noch einer. Ich höre ihn. Da sind sogar zwei. Kann doch nie sein. Wir kriegen hier einen nach der anderen. So, lass mal gucken. Hat einer von denen vielleicht noch Schraubendreher bei? Nein. Nein. Wäre ja schön, wenn da noch einer einen Schraubendreher bei hätte. Dann könnten wir vielleicht vier öffnen. Der auch nicht. Der hier vielleicht. Der auch nicht. Das ist blöd. Da ist noch ein Zombie. Da ist ein Zombie. Der ist kaputt. Sehr schön. So. Schnell durchsuchen. Und leise durchsuchen. Aber auch kein Brecheisen oder so, ne? Das haben wir auch nicht mitgenommen. Ne, wir haben noch gar keins gefunden auf dem Weg hierhin. Schade. Das bringt alles nichts. So, hinein. Naja, 16 Minuten. Also, wir werden jetzt die drei Dinge machen, die wir können. Eins, zwei, drei. Und dann, ja, haben wir Pech gehabt. Müssen wir weiterlaufen. Wir hatten ja noch nicht das Glück auf einen 40er Dreher. Na toll, Alkohol, scheiße. Mann. Nochmal, also nochmal Alkohol, das ist doch jetzt albern, oder? Dreimal Alkohol, ja super, und der Shit, den können wir absolut hier alles nicht gebrauchen. Das ist doch Banane, schade. Im Übrigen gucken, haben wir jetzt noch... Schraubendreher? Nein. Das ist mies. Schade, ich hätte ziemlich gerne noch die drei aufgemacht. Wir können natürlich jetzt... die hier noch alle umhauen. Gucken, ob die vielleicht einen Schraubendreher dabei haben. Oh. Ich war gut. Erster Schlag. Go. Auch kein Schraubendreher. Ernsthaft. Da oben sind noch zwei. So. So. Wunderbar. Da drüben ist höchstens auch noch einer. Ich war der Meinung, die hätten mal mehr Schraubendreher gehabt. Mensch, und wenn es nur einer sind, die würden mir auch helfen. Zumindest um noch einen Ding aufzumachen. Nein, der hat auch keinen. So, dann gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall noch einer drin. Komm raus, du Sau. So. Der hat auch nichts. Warte mal.
Gucken. Kleinen Moment. Toll, ist auch kein Zombie mehr in der Nähe. Das heißt, wir können gehen. Schade. Schade, schade, schade. Dann weiter. Wir müssen auf jeden Fall. Oh Gott, Schwäche, Doppelsehen, Hunger, Magenknurren, Hitzegefühl. Hunger, ich könnte ja mal. Komm, wir essen jetzt einfach mal hier die Nudeln. Einmal. Damit haben wir den Hunger anscheinend schon mal besiegt. Ja, Hitzegefühl ist auch blöd. Ich weiß gerade noch nicht warum. Wir haben nur das Ding an. Ja, obwohl wir hätten das dann noch an. Aber eigentlich, weiß ich nicht. Unterhose haben wir schon keine mehr an. Komm, Socken schmeißen wir jetzt auch mal raus hier. Wir sind ja schon ziemlich luftig und so unterwegs, ne? Aber ja, schade. Die Unterhose würde ich jetzt tatsächlich auch wegschmeißen wollen. So, und wenn wir Pech haben, einmal gleich tot um. Ich habe mich nämlich jetzt dagegen entschieden, zum Händler zu laufen und Antibiotika zu kaufen. Ich hoffe einfach, wir finden noch welche irgendwo. Wobei das jetzt auch ziemlich schlecht ist. Wir haben nur noch 65% AP. So, dann drückt uns mal die Daumen, dass wir jetzt in der Stadt. Antibiotika finden. Ja. Da irgendwo müsste das Städtchen jetzt gleich kommen, rechts. Es läuft hervorragend. Ja, es ist schade, wie gesagt, dass wir den Airdrop nicht gekriegt haben. Also gekriegt haben schon, aber leider irgendwie die falsche Seite mit, weiß ich nicht, zweimal Alkohol und den Rest eigentlich auch nur Blödsinn, den ich nicht gebrauchen kann. Vielleicht hätte man die andere Seite öffnen sollen. Aber ob das dann besser gewesen wäre, weiß ich auch nicht. So, bevor wir jetzt in die Stadt gehen, nochmal schnell. Ausruhen, Ausdauer. Auch Drohne, verpiesel dich. Und wenn wir kein Antibiotika kriegen, wenigstens irgendwie Knoblauch, weil Knoblauch ist ja auch Antibiotika-Gedönse mit drin. Kann man das wenigstens futtern? Irgendwas brauchen wir jetzt. So, was habe ich eigentlich in der Hand? Achso, immer noch die Nudeln. Also bis auf unser linkes Bein, oder vielleicht rechtes Bein. Hier sieht es aus wie linkes Bein. Aber wenn ich mich drehen würde, wäre es natürlich das rechte Bein. Ist alles rot. So. Dann gucken. Toll. Das können wir zumindest mal essen. Die Zwiebel würde ich jetzt auch gerade schnell essen. Ich sage, dass wir so viel Schläge kassieren würden, dass wir nochmal kurz vor Tod sind wegen Antibiotikamangel, hätte ich nicht mitgerechnet, aber okay. Das nehmen wir mal mit. Was ich genauso schade finde, ist, mach nicht sowas, dass wir mittlerweile, oder dass man in den Kühlschränken nichts findet.
Das wäre doch mal schön, wenn hier, weißt du, wenn man in den Kühlschränken auch was finden könnte. Lebensmittel oder sowas. Geil. So rum zusammenführen, ja. Aber gut, vermutlich wäre das eh unrealistisch, weil ich glaube, das, was die Menschen als erstes immer plündern würden, sind Kühlschränke und Lebensmittel. Das heißt, es ist schon realistisch, dass die leer sind. Und wenn sie nicht leer wären, wären wahrscheinlich verdorbene Lebensmittel drin. So, nun mach doch hier die Tür auf, danke. Irgendwie gefühlt brauchten wir hier. Oh, toll. Ich wollte gerade sagen, bräuchten wir hier gar nichts mehr mitnehmen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Wir werden nur noch. Ja, obwohl, ich habe so oft schon überall irgendwo was gefunden, was da nicht hingehörte. Es ist halt immer. Da, bitte jetzt Antibiotika. Nein. Ach Mann, wie immer. Ich habe aber auch ein Pech. Da ist auch nichts. Da ist nichts. Gut, raus. Oh. Hallo, guten Morgen. Warten Sie. Ihnen wird gehelft. Ja. Da. Gut. Leise kaputt machen die Viecher. Da ist der zweite. Sehr schön durchsuchen. Hast du jetzt Antibiotika auch? Wenn sie nur ganz, ganz, ganz wenig haltbar sind. Nein, aber er hat eine Nadel. Verschlossen, das ist gut. Scheiße. So. Lass mich gucken. Knoblauch. Antibiotika, irgendwas. Bitte, bitte, bitte. So. Ohrstöpsel, ja, die nehme ich jetzt mir mal in die Ohren mit. Nicht, dass wir die bräuchten, obwohl doch, wir haben eine Schrotze. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass wir die bräuchten, aber doch, wir haben eine Schrotze. Dann können wir die gebrauchen, dann ist es nicht ganz so laut. Noch ein bisschen Geld. Holster haben wir schon. So, das können wir schon wieder nicht mitnehmen, weil wegen. Okay. Ich sehe. Voll. Alles trinken. Das Ding hier einpacken. So einpacken, wegschmeißen. %. Oh Gott. Sollten wir vielleicht doch besser zum Händler laufen? Ja, weil irgendwie gefühlt ist hier nirgend so was drin. Das ist doch auf Mann. Ich hasse es. So, weiter. Da hoch. Das kann es echt nicht sein, ne? Das macht das Spiel mit Absicht. Überall, wo jetzt was drin sein könnte, ist nichts drin, nur um mich zu ärgern. Ich weiß das. Das ist voll gemein. So, das Ding, das Ding. Da. Da auch nicht. Ach Mann. Okay, raus. Ich weiß gerade nicht, gibt es hier in dem Kaff noch irgendwo. Gab es hier eine Apotheke? Oder irgendwie sowas. Ich glaube, das wäre jetzt besser, erstmal Apotheken oder sowas zu suchen. Oder den Laden da hinten, der könnte vielleicht Knoblauch drin sein. Mit viel Glück. Aber wir kennen es ja alle. Wenn man was sucht, ist es nicht da. Wow. Scheiße.
Jetzt habe ich schon wieder voll die Arschkarte. Wir haben irgendwie schon wieder eine blutende Verletzung. Die ist schon in der Heilung. Gut. Wir haben so das leichte Problem. Wir sehen nur noch grau. Ich glaube auch nicht, dass das denn nochmal besser wird. Die hat auch keine Antibiotika dabei. Das ist doch blöd. Was haben wir da? Knoblauch. Ha, essen. Sofort. Was schmeiße ich fürs Knoblauch raus? Das Salz. So. Das war jetzt auf jeden Fall eine gute Idee. So. Dann gucken wir jetzt mal hier. Komm, jetzt alles bitte weg. Na, nicht so schnell, aber... Okay, okay, okay. So, ich würde jetzt tatsächlich sagen, wir haben ja ein Schloss dabei. Wasser. Das ist gut gegangen. So, dann lass mich mal gucken. Wir haben ja hier eigentlich 05, 06. Ja, genau, der schreit noch nach einer Horde. Hervorragend. Die Viecher wollen mich gerade echt ärgern. Desinfizieren. Obwohl, hat sich eigentlich schon erledigt, ne? Ah. Weil die Wunde ist schon wieder... Ha. So, jetzt muss ich gerade gucken. Was ist jetzt hier? Sehr schön. Obwohl, naja, ich glaube, wir müssen noch mal reinbeißen. Essen. Die zwei können wir auch gerade mitnehmen. Das ist gut. Genau, Zombies, verpisst euch. Hier gibt es nichts zu sehen für euch. Uiuiuiui. Dann müssen wir jetzt mal hoffen, dass die... Ach du Kacke. Ich wollte gerade sagen, dass die Infektionen mal schnell weggehen, aber irgendwie... Wir legen uns mal kurz ins Bett. Nein, nicht durchsuchen. Hinlegen. Pausieren. Ja. Gucken gerade. Es wäre zumindest schön, wenn es weggeht. Aber so weit, wie das fortgeschritten ist, glaube ich, bringt uns das nicht mehr wirklich viel, oder? Mal die nicht. Warte mal kurz aufstellen. Ich muss gerade echt mal gucken. Können wir die nicht noch heilen? Nee. Quatsch, Gesundheit da. Okay, ich sehe es schon, wir müssen noch mal reinbeißen. Das funktioniert nicht. Essen. Es wäre schön, wenn das jetzt mal langsam weggeht hier. Mach hinne. Ja, irgendwie rutscht unsere Gesundheit immer weiter runter, sehe ich gerade so.
Ich würde jetzt tatsächlich einfach mal alles essen machen. In der Hoffnung, dass das jetzt hinhaut. Bei mir haben wir nämlich nicht. So, und auf jeden Fall bleiben wir jetzt erstmal stehen, weil ich muss jetzt erstmal gucken, was jetzt hier so Sache ist. Also das geht auf jeden Fall alles ein bisschen runter. Oh, das geht weg, das geht weg, es geht alles weg. Das scheint sehr gut zu sein. Das ist hervorragend, ja. Und das letzte bitte auch noch. Hallo, das da auch noch. Möchte das hier bitte auch weg haben. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das letzte kriegen wir jetzt nicht weg, oder was? Die nächste Infektion kommt wieder. Das kann nicht sein. Hallo. Nein, bitte nicht. Nein, die dritte Infektion. Vierte Infektion kommt zurück. Die Infektion kommt zurück. Das kann nicht. Hallo? Scheiße. Es hat nicht so funktioniert, wie es mir gern erwünscht hätte. Okay, Katana. Das ist ein Blödsinn, echt. Also das finde ich jetzt gerade tatsächlich ein bisschen blöd. Aber okay. Da ist ein Boot. Ach du Kacke. Das Boot ist aber leider geclaimed. Scheiße. Ich hatte nämlich jetzt gerade vor, meine Sachen da drin zu verstecken. Den Fall, dass wir sterben. Und ja, es wird gerade immer schlimmer. Ich glaube, wir sollten. Oh Gott, ey. Eine Kartoffel, natürlich. Ich brauche eine Kartoffel jetzt gerade. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Komm, die hol mal raus. Ich möchte jetzt keine Kartoffel haben. Das. Und ich glaube, in der Stadt hier gab es auch keine Apotheke. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Es war jetzt auf jeden Fall blöd. Also es war zumindest ein Versuch wert, aber es war blöd, dass wir das jetzt so. Die eine Knoblauchzehe, da hat nicht geholfen. Das ist blöd. Das ist Kacke. Das ist. Ah, ist das. So, warte, da war doch noch irgendwo ein Laden. Da irgendwo. Ich hoffe, der hat nochmal Knoblauch. Dann hätten wir vielleicht Glück und könnten. Ist vielleicht doch überleben, aber nur, wenn er Knoblauch hat. Er hat aber so, wie es aussieht. Käse hat er. Käse. Käse immer gut. Also zumindest zum Überleben. Und das war's. Toll. Scheiße, echt. Wir gehen hier rein. Vielleicht haben die hier Antibiotika. Was liegt da? Ein Rucksack, Wasserflasche. Mann, 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 Mann. So, lass uns gucken hier. Ein Schraubendreher liegt jetzt hier. Ja, hervorragend. Och Mann, das ist doch Blödsinn. Das ist jetzt echt großer Blödsinn. So. Den Zucker raus, den brauchen wir nicht. Ich würde jetzt auch das da rausschmeißen wollen, dann hauen wir das dahin. Das Ding weg. Das Schloss darüber, genau so wollte ich das machen. Bis dahin, so. Es ist so ein. Ja, dann müssen wir uns davor wohl von verabschieden, dass wir hier überleben. Ich habe echt gedacht, das mit dem Knoblauch kriegen wir hin und dann Chaka und so und nein.
Das hat nicht geklappt. Ich war einfach nur Mist. So, hier rein. Ja, toll. Wir haben jetzt zwar Schraubendreher, fällt mir gerade ein, aber irgendwie nicht. Ne, nicht das, was ich brauche. Das ist, ach, das ist blöd. Wir müssen jetzt die Häuser hier durchsuchen. Knoblauch. Alles essen. Alles hinein damit. In der Hoffnung, dass es diesmal funktioniert. Also es ist ja schön, dass wir doch noch ab und an Knoblauch finden. Das ist... I hope it hilft. So, komm, wir machen hier mal kurz zu. Ja, legen uns kurz hier hin. Genau, nur dass das jetzt funktioniert. Wäre so schön, wenn es jetzt endlich mal funktionieren würde. Verdammte Hacke, ey. Ich hoffe einfach, dass das im Liegen vielleicht besser heilt und besser funktioniert und überhaupt. Und eben war es ja schon so weit, dass ich eigentlich gedacht habe, es hätte funktioniert. Und dann kamen die ganzen Scheißinfektionen doch wieder. Das war, guck mal, jetzt gehen sie wieder weg. Das wäre doch schön, wenn die jetzt dann auch wegbleiben, bitteschön. Oh, diese große Infektion hier, die geht mir so um Piss. Die geht nämlich ein. Doch, jetzt ist es schon mal weg. Das ist sehr schön. Dann bitte jetzt alles weg. Bitte, 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 bitte. Und nicht, dass sie wiederkommen. Das wäre so ein Scheiß. Gut, die Infektionen gehen in die Heilung. Ich hoffe, das bleibt auch so. Obwohl ich glaube, wenn das Dings nachlässt, ne, das Knoblauch lässt auch die Heilung nach und dann kommen die wieder. Kann das sein? Volle Blase. Jetzt geh mir nicht um den Sack mit volle Blase, ey, das ist doch nie mehr wahr. Ich habe gerade andere Probleme. Fängt der an mit hier? Das ist doch... Ja, toll, das bringt nichts. Die Wunden infizieren sich schon wieder. Obwohl, wie war das? Ich muss das mal ausprobieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt mal gucken. Es war doch mal die Rede davon, dass wenn man sich nackig auszieht, dass das dann auch weggeht. Funktioniert das noch? Ich glaube es zwar nicht, aber... Ja. Weil das sind ja die dreckigen Sachen und so, ne? Das, so. 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 Einmal mal kurz hinlegen. Wir sind zwar nackig, aber wir legen uns jetzt hinlegen. Sieht nicht so aus, oder? Es sieht definitiv nicht so aus, als ob das hier funktionieren würde. Ach Mann, das ist doch... Komm, mach das Zeug weg. Ich will keine Infektionen mehr. Oh, ja. Was? Wie 5 Minuten? Oh, wir haben es schon kurz vor 12 wieder. Oh Gott. Ja, dann haben wir jetzt ein Problem. Wir müssen uns hier beeilen. Gut, das bringt alles nichts. Wir könnten morgen dann... Halt, ich wollte das Schloss wieder haben. Wir könnten natürlich morgen versuchen...
Doch noch mal zum Händler zu kommen. Das wäre letzte Option, würde ich sagen. Also halt, hier ist doch auch so ein Badezimmer. Natürlich mache ich die Tür zu. Nee, die Jacke brauche ich jetzt nicht. Ja, 4 Minuten. Ich weiß, ich habe es verstanden. Wir sind bei 33%. Das ist... Oh Gott. Ein Antibiotika. Scheißendreck. So, und Knoblauch, wie gesagt, macht das Ganze jetzt auch nicht mehr wirklich weg. Das finde ich auch schon ein bisschen merkwürdig, weil eigentlich ja egal. Ich will ja auch nicht meckern. Wir sind ja selber schuld. So, wieder runter. So, einmal hier raus, dann hier rüber. Ja, da ist noch ein Haus. Wunderbar. Ein Hotel, besser gesagt. So, hier rein. Schnell hoch. Halt. Hier war doch der andere. Ja. Ich weiß nicht, wofür jetzt die ganzen Säcke da ewig drin sind. Also wer packt sich einen Sack in so ein Teil rein? Also, ja, natürlich. Das ist... Keine Ahnung. So, ein Ziegelstein, natürlich. Packe ich mir auch in meine Schublade. Oh, eine Pastinake. Kann ich die schnell essen, bitte? Alles essen, danke. Vielleicht hat die auch heilende Wirkung und wir haben jetzt gleich Vollpower und so. Aber nein, ich glaube eher nicht. So. Ich würde tatsächlich sagen, wir machen dann jetzt hier Feierabend. Ich schließe mir das Ding mal ab. So, bis morgen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken doch, dass wir morgen zum Händler kommen, weil sonst sind wir tot. Wir haben nur noch 30% HP. Irgendwie, die Infektionen gehen alle nicht weg. Wir brauchen Antibiotika und finden hier keins. Gut, 2 Minuten bis zum Restart. Deshalb möchte ich jetzt auch nicht lange weiterquatschen. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Dann wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, lasst mir gerne noch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, was haben wir heute, Donnerstagnachmittag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin sage ich erstmal ciao, der Falli.